für einen angenehmen Wechsel mit der Vizepräsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Rede gerade hat doch genau gezeigt, dass der Kollege Bartle mit seiner Aussage einfach recht hat. Das größte Risiko für den Bundeshaushalt sitzt auf der jetzt wieder fast vollkommen leeren Bundesratsbank. Und ausdrücklich, Herr Minister Friedrich, ich finde es gut, dass Sie gekommen sind, weil das ein Teil dessen ist, der heute notwendig ist, dass wir in eine Diskussion eintreten. Das finde ich ausdrücklich gut. Ich hätte mir gewünscht, dass Berlin und Brandenburg hier auch mal hingekommen wären, denn denen helfen wir auch. Worum geht es? Worum geht es in unserer Debatte eigentlich heute? Es geht heute in der Debatte um zwei Gesetze, die im Endeffekt nur deswegen kommen, weil wir den Ländern helfen müssen und weil wir Europa helfen müssen. Warum müssen wir Europa helfen? Weil wir in Europa als Bundesrepublik Deutschland eine Verpflichtung haben, dass nicht nur wir von unseren europäischen Nachbarn verlangen, dass sie sparen, sondern weil wir ihnen auch sagen, dass sie investieren müssen und ihnen dabei helfen wollen. Deswegen geben wir der Europäischen Investitionsbank das notwendige Eigenkapital, um in Zukunft entsprechende Investitionen überhaupt zu ermöglichen. Und in Richtung Rot und Grün, es ist immer dasselbe Spiel. Es ist wie in der Schule. Herr Lehrer, ich habe es aber auch gewusst. Es geht doch gar nicht darum. Es geht darum, was unsere Verpflichtung als Bundesrepublik Deutschland innerhalb Europas ist. Die erfüllen wir, indem wir 1,6 Milliarden Euro für die Europäische Investitionsbank zur Verfügung stellen. Und Frau Kollegin Hinz, die ist jetzt gerade nicht da, ich will noch mal sagen, eine Aussage, dass wir neue 32 Milliarden Euro Schulden machen, ist schlichtweg falsch. Und ich will auch das von hier aus noch mal korrigieren. Mit diesem Nachtragshaushalt macht die Koalition, macht die Bundesregierung keinen Cent zusätzliche neue Schulden. Keinen einzigen Cent. Und warum macht sie das? Deswegen, weil sie zwar die Ausgaben hat, wo sie Europa hilft, wo sie den Ländern hilft, wo sie insbesondere Berlin und Brandenburg hilft, ich komme da gerne gleich noch dazu, und gleichzeitig ganz Europa sagt, so solide wie ihr haushaltet, sind wir bereit, euch Geld zur Verfügung zu stellen zu niedrigen Zinsen. Das heißt, das, was wir, und das ist nicht, dass wir irgendwie hier kalt abkassieren in Europa, das, was wir an Vorteil dadurch haben, dass wir innerhalb Europas Hort der Stabilität sind, Hort der besten Haushalte innerhalb Europas sind, das geben wir als Zinsgewinn an die Europäische Investitionsbank, damit in anderen Ländern Europas die Wirtschaft wieder raufkommen kann. Das ist das, was ich unter Europa und gesunder Haushaltspolitik zugleich verstehe. Und das hätten Sie nie hingekriegt. Diese Koalition bekommt das eben hin. So. Und dann zu Berlin und Brandenburg. Also das muss ich dann doch schon an der Stelle noch mal klarhalten. Die bekommen hier weitere 300 Millionen für den Flughafen, weil sie nicht in der Lage sind, ein Großprojekt hinzukriegen. Ich meine, man kann ja froh sein, dass es nicht wie in Rheinland-Pfalz ist, dass man erst mal baut und nachher dann feststellt, dass der Ministerpräsident gehen muss. Wir haben hier ein bisschen die Finger noch drauf. Und natürlich ist es so, dass der Bund hieran mitbeteiligt ist. Und deswegen zahlt er ja auch die 300 Millionen dann. Und das will ich ausdrücklich fürs Protokoll festhalten. Dann, wenn der Haushaltsausschuss auch klar darüber ist, dass das, was an notwendigen Reformen beim Flughafen kommt, auch erfolgt. Und es ist gleichzeitig so, ich bitte hier auch in den Gesetzentwurf zu gucken, dass wir die entsprechenden Vorstandsbeschlüsse beim Flughafen brauchen, bevor hier irgendwas passiert. Das sind nicht einfach mal 300 Millionen, die es mal ebenso wie in den Ländern übrigens für den Flughafen gibt, sondern wir erwarten da noch einiges mehr. Und ich will für meine Fraktion sagen, das, was bisher beim Flughafen, auch im Personalbereich, auch in den Zuständigkeiten passiert ist, reicht meiner Fraktion ausdrücklich nicht aus. Deswegen eine entsprechende qualifizierte Sperre. Dann, meine Damen und Herren, will ich noch mal kurz zur Bundesratsbank kommen. Die Bürger draußen glauben ja immer, dass die armen kleinen Länder und die armen kleinen Kommunen gar keine Steuereinnahmen haben. Liebe Bürger, wenn Sie sich irgendetwas kaufen und Mehrwertsteuer zahlen, gehen Sie davon aus, dass in dem Moment Sie mehr Mehrwertsteuer zahlen an Länder und Kommunen als an den Bund. Land, vor allen Dingen die Länder, tun immer so, als würden sie von Ihnen gar kein Geld kriegen. Dabei müssen Sie wissen, dass mehr als 50% der Steuereinnahmen insgesamt in Deutschland an Länder und Kommunen gehen. Und wenn man dann als Länder immer wieder sagt, oh, wir haben keine Autonomie, wir haben keine Autonomie. Ja, liebe Länder, dann nehmt euch doch mal, dann sagt doch, okay, wir sind bereit, selber über unsere Steuern zu entscheiden. Wir sind bereit zu sagen, wir machen einen steuerlichen Wettbewerb unter uns Ländern. Wir nehmen die Zuständigkeiten. Das wollt ihr nicht. Ihr wollt Folgendes haben, und das haben wir gestern im Haushaltsausschuss ja auch wieder festgestellt. Ihr wollt, dass der Bund das macht, um dann am Ende eure Aufgaben zu bezahlen. Und das, was wir jetzt bei der Kinderbetreuung machen, ist nie originär Aufgabe gewesen. Und dann ist man aber gerne bereit, das Geld vom Bund zu nehmen,
Aber dann zu sagen, und Herr Schmidt, das finde ich dann schon fast eine Unverschämtheit, aber bitte keine Kontrolle und bitte keine Berichtspflichten und bloß nicht den Bundesrechnungshof dabei haben, das ist für uns als Haushälter mit immer wieder die Erkenntnis. Zahlen soll der Bund, obwohl Länder und Kommunen mehr Geld haben als der Bund, aber einmischen bloß nicht. Und dann kommen Sie immer wieder damit, dass wir neue Aufgaben übertragen. Wenn ich dann frage, ja, wo sind die denn, dann kommt im Moment nichts. Der Bund hat das gemerkt, weil wir alle wissen an der Stelle, dass wir dieses Spiel nicht machen können. Und es ist doch im Endeffekt so. Das, was wir an Entlastung gemacht haben, pro Jahr inzwischen, sind 10 Milliarden, die wir für Länder und Kommunen zusätzlich gegenüber den bisherigen Ausgaben für Länder und Kommunen ausgeben. 10 Milliarden. Und wir haben es gestern im Bereich Bildung festgestellt. Das, was an Bildung ausgegeben wird, wird teilweise direkt durchgeleitet, weil die Länder aus ihren Aufgaben herausgehen. Und dann will ich doch zum Schluss mich noch mal kurz mit dem Land Baden-Württemberg beschäftigen, das Sie hier dargestellt haben. Der Bürger hat gerade gehört, Sie hätten eine strukturelle Neuverschuldung. Strukturell hört sich immer gut an, wenn man dann mal fragt, was die explizite war. Dann sind Sie, Herr Minister, doch mit mir der Meinung, die war bei null in Baden-Württemberg. Die war doch explizit, die war bei null. Das ist das, was die Übergabe war. Dann machen Sie Milliarden schon. Jetzt kommt das Allerbeste. Das Land Baden-Württemberg will eine Schuldenbremse. Und jetzt denkt man ja, die Schwaben sind besonders sparsam. Das habe ich bisher immer gedacht. Aber grüne Schwaben scheinen nicht sparsam zu sein. Denn sie wollen ja jedes Jahr nur so in gleichmäßigen Schritten runter. Ich sage Ihnen, wenn man von einer Null kommt, dann sollte man so schnell wie möglich auf die Null und keine Pseudo-Schuldenbremse machen, mit der man sagt, wir bremsen mal was langsamer und machen das 2020. Sie wollen bis 2020 in Baden-Württemberg 6 Milliarden Schulden machen. Und jetzt, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. Nicht auf Basis der gegenwärtigen Gesetzgebung, sondern Sie machen 6 Milliarden Schulden, obwohl Sie bereits die Steuererhöhungen, die Rot-Grün gerne machen will, mit eingerechnet haben. Das nenne ich nicht mehr schwäbisch, sondern das ist nach meiner Meinung südeuropäisch. Herzlichen Dank.